Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren. Was ist denn jetzt hier passiert? Ah, lol. Ich hab. Ah, okay, ich bin irgendeiner Kamera drin. Ja, okay, chaotischer Anfang. Willkommen bei Endless Space, ist, sag ich schon. Space Engineer. Mit dem lieben Finn. Ja, hallo. Ja, hier stehe ich, warum auch immer ich. Guck mal, ich drück meinen Arm raus, das sieht lustig aus. Ja, Sie haben Pyjama bekommen. Ich hoffe, meine Aufnahme beendet sich jetzt dadurch nicht. Ich will wieder in meinen Körper rein. Finn, ich bin aus meinem Körper raus. Mein Geist hat mich verlassen. Was schon? Drück mal F8. Nein, will ich nicht. Ja. Wie komme ich hier raus? F8, F. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ja, okay. Ich bin ein, Ist das sowas wie ein Fotomodus? Na, ich habe keine Ahnung. Ich. F5? No. F4? Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Okay, chaotisches Anfang. Wir haben schon ein bisschen gespielt, ein bisschen Fortschritt gemacht. Aber ich hoffe, das stört euch nicht so viel, dass wir so viel Fortschritt gemacht haben. Aber wir hatten keinen Bock, komplett von vorne anzufangen. Opala, View wollte ich klicken. F8. Free Spectator. Okay, mit V kann ich dann wieder in die normale. Nee. Hä? Ich habe ein Problem, finde ich. Komm, ich weiß. Okay, das ist ja sowas von Kacke. Controls, View. Wie komme ich denn hier aus der Free Spectator wieder raus? Player Control, F6. Ja, perfekt. Keine Ahnung, ich wäre fast irgendwo runtergefallen. Okay, Leute. Ein bisschen chaotisch. Aber. Du hast F8 gedrückt, bei mir passiert da gar nichts. Bei dir passiert bei F8 gar nichts. Nein. Komisch. Also, wenn ich F8 drücke, dann komme ich dann in so einen Drohnenmodus. Machen wir den hier hinten? Hier ist ein Geheimversteck. Ah, okay, falls die Piraten kommen. Oh, unser Geheimversteck zum. Weiß schon. Nein, nicht dort. Ach so, schade. Das kannst du mit den Piraten machen. Ah, ja. So, Finn, unterhalt die Leute. Ich muss was rausholen, was uns verbrennt. Finn? Ja. Du hättest dich ja vorstellen können. Ja, hätte ich machen können. Ja, und wieso habe ich nur noch so wenig Leben? Weiß ich nicht. Ist da was Die haben mich. Pirat angegriffen. Ah, okay. Wieso bin ich hier unten reingefallen? Wie bin ich hier reingefallen? Auch der Pirat. Er wollte mich entführen? Ich habe ihn abgeschossen und dich gerettet. Der betreibt Sklavenhandel. Alles klar. Okay. Spaß beiseite. Wir werden jetzt unseren nächsten Schritt planen. Würde ich sagen, oder? Ja. Okay, was ist unser nächster Schritt? Ja. 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 Was möchtest du denn gerne machen? Sehe ich auch so. Ein Raumschiff bauen. zum Beispiel. Was habe ich auch vor? Was für ein Okay. Raumschiff möchtest du bauen? Ja, für den Anfang denke ich mal ein, Mining-Schiff. wer ist das? Ja. Exakt. Und zwar werden wir. Wollen wir ein Mining-Schiff aus großen Blöcken bauen oder aus kleinen Blöcken? Was ist denn praktischer? Mit kleinen Blöcken hast du halt ein kleines, handliches Schiff, aber wenn wir halt richtig krass Ressourcen ranholen wollen, wäre natürlich ein großes Vorteilhaft. Ich habe allerdings noch nie ein großes gebaut. Mining-Schiff. Ich habe generell noch nie ein Mining-Schiff gebaut. Aber da könnten wir so einen Riesencontainer dran machen mit 400, 400. Da müssen wir einmal minen gehen und haben genug Ressourcen für unser ganzes Leben. Ja, dann machen wir das. Da müssen wir hier oben noch so ein Rohr dran bauen, was direkt zum Speicher geht. Das mache ich schon mal. Muss Das ich irgendwas Rohr? beachten? Einfach hochbohren. Nee.
dass es, du musst, wir wollen ja die Ressourcen erst verarbeiten, bevor wir sie in unser System reinspeisen, oder? Ja. Ja, dann müssen wir ein Rohr von der Raffinerie. Haben wir unten die Raffinerie stehen? Nein, du musst die Raffinerie noch hier unten anschließen. Das heißt, wir müssen erstmal Platz hier haben. Jo, wir schaffen das. Reicht das für eine Raffinerie? Ja, da müssen noch die Speed-Module dran, ne? Ich baue mal die Speed-Module ab. Raffinerie. Brauchen eine große Raffinerie, möchten wir gern haben. Voilà. Wir müssten da vielleicht mal ein bisschen mehr Eisen reinbauen. Wir brauchen definitiv viel, viel mehr Platz, Finn. Wir brauchen deutlich mehr Platz. Für? Die ist 4x4 Blöcke groß und die ist 8 Blöcke hoch. Acht hoch, dann können wir ja nach unten bauen. Nee, die ist. Warte, wie hoch ist die? Naja, die ist 3 Blöcke hoch. 3 Blöcke ist hier hoch. Dann passt das. Weil die ist halt ein bisschen breiter. Ich würde hier halt gerne noch weiter nach hier hinten reinbauen. Jetzt fallen hier wieder Steine vom Himmel. Huch. Huch. Ach, hast schon hier hingepasst. Doch nicht. Hoppala, ich rede die ganze Zeit mit dir und war gemutet. Du hast ja gesehen, wie groß die war. Die ist übrigens 4 Blöcke hoch gewesen. Wir brauchen halt viel Ja. mehr Platz nach hinten, weil ich muss da hinten noch, natürlich noch alles verrohren, damit das alles automatisch funktioniert. Sind bei Eisen angelangt. Ja, Eisen würde ich jetzt nicht unbedingt wegmachen, oder? Ja, aber es sollte reichen. Oh. Wie so eine kleine Made da raus. Ne, wie so ein Regenwurm. Du guckst mir zu. Ist wie auf dem Bau. Wie machst du eigentlich die Gesten? Habe ich aus dem Inventar ausgewählt. Ah. Das war teuer. Ja, wenn du sehr viel hinmachst, weil ich hier noch arbeite. Guck mal, hier ist alles kaputt hier. Ah. Mach mal wieder ganz. Hier.
Nee, nee, nee. Wir müssen noch höher, glaube ich. Das ist nämlich 4 Blöcke hoch. Hast du das nicht gerade schon hin platziert gehabt? Ja, aber das ist halt oben in der Erde drin, aber ist ja nicht so schlimm, wenn das oben in der Erde festhängt, oder? Solange es funktioniert. Ja. Komm raus, sonst sperre ich dich wieder ein und dann machst du wieder alles kaputt. Er muss doch hier hinterbleiben für die Verkabelung. Ja, nee, der muss ja so oder so hinter. Genug Platz ist. Jetzt müssen wir den aufbauen. Guck, wie ja, weit der. Okay, das passt. Warum habe ich so viel Platz nach hinten gemacht? Weil man hier die ganze Verkabelung. Okay. Man weiß nie. Oh, ich wollte mit der Flex dran gehen. Mit dem Bohrer. Nee. Wir brauchen Hilfe, ich häng fest. Ich Hilfe finden. Mhm. Ah. Ich hol die Flex. Flex die Flex Flex. Lol, hast du da irgendwas reingepackt? Lol, hier läuft noch irgendeine Kacke durch. Hm? Wie wo? In der Raffinerie. Auf meinem Schiff? Du hast nicht mal eine Raffinerie auf deinem Schiff. Hier habe ich nichts reingepackt, nein. Da ist aber noch was drin. Wir müssen das Ganze hier unten mal rauspacken. Finn nimmt natürlich das Uran. Ist natürlich sehr wichtig, Finn. Pack das mal in den Atomreaktor rein, bitte. Nuklearreaktor? Ja. Also normalerweise, ich würde Uran natürlich in den Nuklearreaktor packen. Ich weiß ja nicht, wo du das immer reinpackst, aber normale Menschen würden das da reinpacken. Normale Menschen. Ja, wie gesagt, normale Menschen. Okay. Ich glaube nicht, dass wir so viel mit sowas zu tun haben, oder? Normale Menschen? Ja doch, ich schon. Ich bin auch ein normaler Mensch. Sicher? Ja. Ich bin Astronaut. Ja, nein, nein, in der Realität meine ich. Hey, nee, ich komme ja auch vom anderen Planeten, stimmt. Sorry, mein Fehler. Deine Base ist ja in einem Garten, ne? Ja, genau. Die ist unterirdisch. Unter der Erde. Genau. Willst du da auch mal hin? Ja. Zu meinem Raumschiff? Ja. Aber da, ich weiß nicht, hast du Angst vor so Riesenspinnen? Die sind mir von meiner Heimat gefolgt. Die haben da unten riesen Spinnengewebe, die fressen Menschen immer. Ja, das passt schon. Aber die sollten eigentlich ausgestorben sein, die leben da unten schon seit 400 Jahren. Wie lange warst du denn schon immer unten? Lange. Okay. Bestimmt schon mein halbes Leben. Also ungefähr seit 300 Jahren schon nicht mehr. Ja. Wie gesagt, meine Spezies altert unterschiedlich alt. Also die Spezies sind bei uns altern unterschiedlich alt. Ja, also ich seh aus wie 16, in Wirklichkeit bin ich aber schon 616. Okay. Achso, ich habe immer gedacht, du wärst so ein Mini-Alien, das im Kopf von dir sitzt. Achso, ja, das kann auch sein. Weißt du nicht, ob du Mini-Alien bist? Ich bin Tobi voll. Nee, weiß ich nicht. Sollen wir das ja eigentlich auch abbauen, dieses brennende Ding? Ja, kannst du mal machen. Obwohl, nee, das ist ein Rauchsignal. Unknown Signal. Ich bin mal kurz weg. Ja, ich schweiß das komplett auseinander. Verstehe nicht, warum mir nicht angezeigt wird, was noch fehlt. Na, egal. Ja, also ich habe einen verbesserten Bohrer. Das ist natürlich geil.
Wie kann ich eigentlich mein Pyjama ausrüsten? Soll ich In dafür ins Hauptmenü? der Medical Station. Aber die ist kaputt. Ich habe noch 9 Energie. Wofür ist das nochmal? Kann ich auch ohne Energie leben? Nein. 6 Energie. Da stirbst du ohne Energie. 5. Muss mal dieses Ding zerschweißen. So, jetzt komme ich mal schnell rüber. Ohne Energie kannst du nicht mehr fliegen und dann funktioniert deine Sauerstoffsättigung auch nicht mehr. Okay. Also du wirst einfach im All rumtreiben. 3 Energie. 2. Haben wir Kilometer? Ein Energie. Glaube, wie viel Kilometer noch? 300 Meter. Ich vorbei. Da sehe ich dich. 0 Energie. Kriegst du Schaden? Mal, soll ich mal ausprobieren, was jetzt passiert? Oh, ich krieg Schaden. Oh. Soll ich mal ausprobieren, was so hin? Oh, ich krieg Schaden. Probleme, viel zu stressen. Ich hab ne Fleck, Bruder! Oh oh. Ich kann die Tür nicht zumachen. So. Also, das hält mich davon ab. Ja. Hast du den Generator wieder angemacht? Oben. Finn. Ja, schnell will ich schnell runterkommen. Ich habe nämlich den Reaktor angeflext. Schlecht. Ja, das heißt, du hast Ich gleich. mal Ragbahn. Ja, weil ich hatte Angst. Dann habe ich einfach versehentlich was gedrückt. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du explodierst jetzt, wenn du längere Energie verbrauchst. Ich würde mal schnell landen. Ich hab meine Kamera jetzt schon komisch. Ja. Alter, wie landest du da? Du Ich hast weiß nicht, was du hinten. hast. Finn, du hast hinten kein Landewerk. Alles hält so. Muss kein Q drücken. Kein Y drücken. So, Jungs, ich habe einen verbesserten Bohrer gefunden gerade. Rüst du aus? So, jetzt bin ich fertig mit Essen. Okay. Richtig geil, auch einfach in der Aufnahme zu essen, anstatt außerhalb der Aufnahme, ne? Sehr intelligent, Jonas. So ein Idiot. Ja, egal. Hast mir den Wie Fuß viel Leben hast du noch? abge. Ja, 60. Du? Ich hab noch 80. Was schraubt er Oh, jetzt oh, ab? oh. Sis? Oh. Was hast du gemacht? Unser Eisbrocken fällt weg. Wie, unser Eisbrocken fällt weg. Ich hab ihn eingesammelt, da fliegt noch irgendwas weg. Hä? Was hast du denn gemacht? Da ist ein Oxygen-Bottle, ist die wichtig? Unser Eis. Ja, sehr wichtig. Ja, so komm Überlebenswichtig. schnell runter zu mir. Wo bist du? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Weil mein Inventar ist voll. Komm runter, du siehst mich doch. Ne, ich sehe dich nicht. Das ist halt ein Real Talk. Ich sehe dich wirklich nicht. Ich gucke in der Aufnahme. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, wo bist du? Wie? Komm! Vor allen Dingen komm runter! In den Weltraum gibt's kein oben und unten. Doch. Ja, was meinst du? Komm runter unter unseren Asteroiden oder was? Ja, da bin Unter. ich irgendwo. Flieg einfach runter. Also bist du quasi bei Nickel und Silber. Ja, in die Richtung fliege ich gerade mit meiner Oxygen Bottle. Ja, nee, scheiß drauf. Ist nicht, ist unwichtig. Kostet wenig Ressourcen wiederherzustellen. Sag mir das doch vorher. Ist das wichtiger oder Eis? Eis.
Kann ich auch mit meinem Eis. Junge Eis, Junge Eis. Heißer Scheiß. Ja, da war auf einmal noch was drin. Ja, vielleicht guckt man da vorher nach. Vor allem, das hat die ganze Zeit geraucht und geschmaucht und gebrannt und dann kommt auf einmal Eis raus. Ja. Sind hier halt im Weltall, das ist ziemlich kalt. Ja, genau, das Feuer brennen kann.